erstatten können. Wir setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 27.8, ein Netz für alle, Bildungsgerechtigkeit in Dresden fördern. Einreicher ist interfraktionell, gibt auch einen interfraktionellen Ersetzungsantrag. Das kann bestimmt kombiniert werden. Und die Frage ist, wer uns das nahe bringt. Frau Apel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ist dieser Antrag entstanden, Bildungsgerechtigkeit für alle? Ein Antrag der SPD, der Linken, Martin Schulte-Wissermann und Max Aschenbach. Während der Schließzeit der Schulen in der Corona-Zeit wurde von den Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern vielfältig berichtet. Ich zum Beispiel saß in GEW-Sitzungen, natürlich virtuell, und Lehrerinnen und Lehrer aus ganz vielen Schulen berichteten über ihre Erfahrungen in dieser Zeit. Und sie stellten fest, erstens, Schülerinnen und Schüler haben teilweise keinen Netzzugang. Zweitens, Schülerinnen und Schüler können nicht am Online-Unterricht teilnehmen, weil sie keine Technik zur Verfügung haben. Und drittens, Schülerinnen und Schüler können Arbeitsblätter nicht ausdrucken oder sie können sie nicht dann wieder, wenn sie die ausgefüllt haben, sie einscannen und zurücksenden. Genau diese Problematik wollten wir uns annehmen. Digitalisierung ist notwendig, Digitalisierung wird weitergehen. Und wenn wir gedacht haben, oh, jetzt ist unser Antrag so oft vertagt worden, es ist vielleicht nicht nötig, so sehen wir jetzt bestätigt, dass er nach wie vor nötig ist. Was verlangen wir? In den ersten drei Punkten, geht vielleicht meine Kollegin dann später nochmal darauf ein, geht es uns darum, schnellstmöglich einen Netzzugang zu schaffen. Zum Beispiel Gorbitz gehört zu den sogenannten weißen Flecken. 2024 ist zu erwarten, dass sie dann angeschlossen sind. Das dauert uns zu lange. Wir wollen alle zivilen Möglichkeiten nutzen, so schnell wie möglich das Netz besser an die Kinder und Jugendlichen zu bringen, an die Schulen. Der vierte Punkt beschäftigt sich damit, ob es Möglichkeiten gibt zum Drucken, zum Scannen. Und zum Beispiel sollten dort Stadtteilbibliotheken oder Schulen dort unterstützend zur Seite stehen. Und im fünften Punkt geht es uns darum, ein Endgerätekonzept vorzulegen. Dieser fünfte Punkt hat dann in der Diskussion Änderungen erfahren. Wir haben die Wünsche, die dort geäußert wurden, die Kritiken auch aufgenommen. Und jetzt hat sich auch in dieser Zeit ja noch viel weiteres ergeben. Zum Beispiel haben die Schulen jetzt ihre Bedarfe zum Digitalpakt abgegeben. Es ist eine Liste der Baumaßnahmen erfolgt. Wir haben zur Verfügung bekommen Geld für mobile Endgeräte, 3 Millionen. Das heißt, bis 30.11. sollen 4.300 Laptops an die Schulen verteilt werden. Die Schulen wurden abgefragt. Nicht alle haben schon geantwortet. Es ist überlegt worden, wie sieht die Bedürftigkeit aus. Soll man den Schulindex damit einbeziehen? Also die Schulverwaltungsamt ist in dieser Zeit unter Leitung von Dr. Bauer tätig gewesen, um zu gucken, wie können wir denn ganz schnell bis zum 30.11., es ist ein sehr kurzer Zeitraum, diese Laptops gut anschaffen, wie können wir sie gut verteilen. Und als er uns das vorstellte, hatten sich schon Dialoge ergeben und wir merkten, okay, wir Politikerinnen und Politiker haben dort unterschiedliche Ansichten. Es gilt also auch dieses Endgerätekonzept schon auch nochmal zu diskutieren und zu gucken, wie kann das in der Zukunft fortgeführt werden. Wichtig ist, und das war uns in den Sitzungen eigentlich allen, wir möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler die Technik zur Verfügung haben, um ihre schulischen Aufgaben zu bewältigen. Und wir wollen auch, dass Schülerinnen und Schüler, die kein geeignetes Gerät zur Verfügung haben zu Hause, dieses unbürokratisch ausleihen können.
Es sind weitere Punkte dazu gekommen, vielleicht sagen das dann auch noch meine Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel, dass alte Geräte vielleicht wieder verwendet werden. Uns ist bei der Fahrradtour durch verschiedene Berufsschulen zum Beispiel im BSZ Elektrotechnik gesagt worden, dass jetzt gerade 500 neue Laptops gekommen sind und die 500 alten, da wurden eben die Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie sie haben wollen. Also wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Scheinbar scheint das unterschiedlich zu sein an unterschiedlichen Schulen. Wir möchten sozusagen, dass das, was wir jetzt hier zur Verfügung haben, dass das gut überlegt eingesetzt wird. Da möchten wir auch gern daran mitwirken und hoffen, dass die neue Schulverwaltungsamtsleiterin da das auch umsetzen kann. Ich bitte Sie zur Zustimmung unseres Antrages. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Beginnt CDU-Fraktion, Herr Dietzen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ein Netz für alle klingt wie das Slogan einer kommerziellen Werbung eines Mobilfunkanbieters, welche uns im Weiteren die Möglichkeit zur sozialen Vernetzung und unbegrenzten Zugang zu Informationen versprechen wird. Vom kommerziellen Interesse befreit, liegt dieser schiliastischen Verheißung auch dieser Antrag zugrunde, welcher aber aus unserer Sicht nicht einlösen wird. Er wirft einfach auch schon zu viele Fragen auf. Wo sind die weißen Flecken, von denen der Antrag spricht? Da zumindest im Festnetzbereich gerade die letzten weißen Flecken geschlossen werden und eine Leistung von 50 Megabit im gesamten Stadtgebiet abgesichert wird. Wo sind die geforderten WLAN-Hotspots, die per Stadtratsbeschluss von 2016 eingerichtet werden sollten und dessen Umsetzung in den grünen Aufgabenbereich gehörte? Warum soll das Scannen, Kopieren und Drucken mit Verwaltungsaufwand und fehlenden Kontrollmöglichkeiten in den Bibliotheken erfolgen und nicht an den Orten, die am besten einschätzen können, ob es sich um einen schulischen Auftrag handelt, nämlich den Schulen? Was ist ein Härtefall Mehrbedarf? Und wie soll eine Überprüfung erfolgen, ob in diesen Haushalten nicht bereits genügend Endgeräte zur Verfügung stehen? Was ist mit Schülern, die in einem Haushalt mit gehobenen Einkommen oder gerade über der Bemessungsgrenze leben, aber nicht über ein Endgerät verfügen? Richtig aus unserer Sicht an dem Antrag ist der Gedanke, dass er bei der Erteilung von digitalen Lernaufgaben durch die Lehrer mit oder ohne Corona ein entsprechendes Endgerät zur Verfügung stehen muss. Genau das hat die sächsische Staatsregierung auch so gesehen und mit den Corona-Laptops auch ein entsprechendes Programm aufgelegt. Noch in diesem Jahr werden damit genügend Laptops zur Verleihung zur Verfügung stehen. Außerdem ist richtig am Antrag, dass wir für die Zukunft tatsächlich für alle Schüler ein digitales Endgerät benötigen. Bring your own device oder wie jetzt hier vorgeschlagen, recycelte Geräte kann dabei auch nicht die Lösung sein, da die Geräte mit einer verlässlichen Grundausstattung an Software versehen sein müssen. Dafür muss aber erst einmal eine entsprechende Infrastruktur in den Schulen geschaffen werden. Genau das wird in Sachsen mit den Geldern des Digitalpakts umgesetzt. In den folgenden Schritt muss entsprechend der Zielvorstellung aus dem Digitalpakt allen Schülern ein Endgerät zur Verfügung gestellt werden. Ich brauche dafür keine Prüfung, um zu wissen, dass daraus eine Aufgabe erwächst, die nicht aus dem kommunalen Haushalt gestemmt werden kann. Nehmen Sie einfach die Schülerzahl und rechnen Sie mal 30 pro Monat. Wir befinden uns aber mit der Umsetzung des Digitalpakts auf einem guten Weg. Der Stadtrat hat mit seinem Beschluss zur Digitalisierungsstrategie für die Dresdner Schulen einen Antrag, der in seinen Ursprung von den Linken kam und gemeinsam mit anderen Fraktionen fortentwickelt wurde, gute Voraussetzungen für dessen Umsetzung geschaffen. Dieser Weg wird im Endergebnis tatsächlich den Slogan Bildung für alle gerecht, mit dem wir auch Werbung machen können, nicht mit solchen Schaufensteranträgen. Danke. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Pinkert.
Ein Netz für alle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Dieser Antrag ist wieder mal ein typisches Beispiel rot-roter Gedankengänge. Ich habe kein freies WLAN und will dafür auch nicht bezahlen. Also versuche ich, die Kosten auf andere abzuwälzen. Alles schön verpackt im Namen Bildungsgerechtigkeit. Geringen bzw. keinen anfallenden Kosten und mit Bezug zu Kindern. Aber würde sich die Situation für die Kinder durch freies Netz in Bezug auf Bildungsfortschritte verbessern? Oder ist es nicht dann doch eher so, dass die Kinder noch mehr digital vom echten Leben abgelenkt werden? Hier ist auch nochmal auf die gern von den Grünen ins Feld geführte Strahlenbelastung durch Hochleistungsruder hinzuweisen. Hier gibt es bis jetzt keine validen Forschungsergebnisse. Der aufgeführte Verein hat in den letzten Jahren laut Aussage der Verwaltung keine Unterstützung angefordert. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn der Antrag spezifischer ausgestaltet gewesen wäre. Warum nicht die Forderung, ein Netz aufzubauen, welches wirklich nur den Kindern in Bezug auf Bildung entsprechen würde? Und dies auch mit Abschaltzeiten verknüpft, sodass zum Beispiel die Strahlenbelastung nachts sinkt. Aber das ist noch der harmloseste Punkt dieses Antrags. Richtig los mit Umverteilungsforderungen und Einschränkungen des Nutzerkreises geht es unter Punkt 4 und 5. Grundsätzlich stellt die Schule die Schulmaterialien kostenlos zur Verfügung. Sollten seitens der Schule Anforderungen gestellt werden bezüglich Drucken, Scannen etc., so stellt die Schule die notwendige Ausstattung zur Verfügung. Dies geschah auch unter der jetzigen sogenannten Epidemielage. So konnten Schüler unter vorheriger Abstimmung der Zeit in der Schule die technischen Einrichtungen nutzen. Aber wo ist von Linken und SPD die sogenannte Gleichberechtigung geblieben? Warum sollen nur Bürger mit Dresdenpass kostenlos Nutzer sein? Was ist zum Beispiel mit der alleinerziehenden Frau mit Kindern, die aufgrund ihres Einkommens 1 Euro über dem Dresdenpass Anspruch liegt? Des Weiteren sollen die Nutzer die Möglichkeit für schulische Zwecke nutzen. Wer kontrolliert das? Wer den Antrag korrekt gelesen hat, stellt fest, dass es hier nicht um Kinder und Jugendliche in Regelbeschulung geht. Nein, der Nutzerkreis sind alle Dresdenpassinhaber. Aber ganz dick kommt es unter Punkt 4 im letzten Satz. Hier soll geprüft werden, ob diese Endgeräte auch sozialen Einrichtungen gestellt und unterhalten werden können. Hier sieht man mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn da nicht auch Mitglieder des Jugendhilfeausschusses mitgewirkt haben, um noch mehr für sich bzw. Vereine abzuzweigen. Hier sieht man mal wieder die Grundsätze von Rot-Rot. Es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern um eigene Vorteile. Punkt 5 des Antrages spare ich mir und Ihnen, da dies durch den Digitalpakt obsolet ist und auch hier nicht ein wirklicher Ansatz von Gerechtigkeit vorkommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und folgen Sie uns und lehnen Sie diesen unsozialen Antrag ab. Als nächstes SPD-Fraktion das Wort gewünscht. Nein, FDP-Fraktion das Wort gewünscht, Herr Fischer. Ich würde gerne nur 4 Sätze sagen, deshalb bleibe ich gleich hier. Ich habe diesen Antrag im Vorstand des Sächsischen Beamtenbundes besprochen mit den Mitgliedern und Vorsitzenden der Lehrerverbände, ob Philologen oder Sächsischer Lehrerverband. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser populistische Antrag viel zu unklar formuliert ist und nie denen die richtige Hilfe bringt, die sie wirklich brauchen. Aus diesem Grunde lehnen wir den Antrag ab. Wort gewünscht? Scheint nicht der Fall. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Scharnetzky. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Bildungsgerechtigkeit ist ja nicht erst seit Corona Thema. Es ist eines der größten Schwächen dieses Landes. Und weil wir das erst neulich so blumig und reich an Zitaten hier besprochen haben, es ist ein grundlegender Anspruch sozialer Marktwirtschaft. Aber es gelingt uns nicht, es gelingt uns als Gesellschaft nicht, Heranwachsenden unabhängig von ihrem Elternhaus gleiche Bildungschancen zu bieten. Und nun leben wir aber in Zeiten von Corona und so ist es auch in den letzten Monaten, dem letzten klar geworden, dass unser Thema beim Thema Bildung, dass unser Bildungssystem so rum beim Thema Bildungsgerechtigkeit quasi eine Sollbruchstelle hat. Die CDU Sachsen feiert das zuweilen ja als das beste Bildungssystem, was man sich überhaupt vorstellen kann. Mein Maßstab wäre da tatsächlich ein anderer.
Und ganz ehrlich, ich war in den letzten Tagen tatsächlich in einigen Dresdner Schulen unterwegs, habe mich mit Schulleitungen, mit Lehrerinnen, mit Schülerinnen unterhalten. Ich würde sagen, deren Eindruck ist auch nach wie vor ein anderer. Im Zuge von Corona ist ja nun dieser Antrag entstanden und ich möchte ganz offen sein, wir als Grüne haben uns von Beginn an und auch ich mich persönlich eher kritisch damit auseinandergesetzt und ich fand darum die Zusammenarbeit dann sehr konstruktiv, gemeinsam daran zu arbeiten. Denn, also eins meiner Bedenken war, Bildungsgerechtigkeit ist ein ganz grundsätzliches Thema, das lässt sich nicht handstreichartig unter dem aktuellen und akuten Eindruck des Homeschooling während des Corona-Lockdown lösen. Und Corona-Lockdown ist auch nicht der Dauerzustand, also das ist ja zumindest unsere aller große Hoffnung. Der zweite Punkt ist, und das ist mir tatsächlich wichtig, das hat nämlich auch was mit Ressourcen und Nachhaltigkeit zu tun, ich glaube auch nicht, dass sich Bildungsungerechtigkeit dadurch lösen lässt, dass wir die Dresdner Schulen mit Geräten fluten, quasi einfach uneingeschränkt Geräte zur Verfügung stellen. Die Herstellungsbedingungen dieser Geräte, die Ressourcen, die dafür gebraucht werden, ist einfach alles zu wertvoll, als dass wir Sachen in irgendwelchen Schränken verstauben lassen, weil sich Schulleitungen, weil sich Lehrer nicht trauen, das auszugeben, weil irgendwie unklar ist, wie eigentlich Haftungsfragen geregelt sind beispielsweise. Vor diesem Hintergrund haben wir den Antrag gemeinsam bearbeitet und ich möchte nochmal auf einige Punkte ein bisschen detaillierter eingehen. Ich bin tatsächlich nicht der Überzeugung, dass wir allen Schülerinnen einfach ein Gerät hinstellen müssen. Das ist nicht die Unterrichtsrealität. Ich würde sagen, das war auch im Homeschooling mal für einen kurzen Zeitpunkt so, aber ich glaube, dass das nicht die laufende Realität ist und ich glaube, dass das auch nicht den Bedarf der Schulen abbildet. Was aber schon den Bedarf der Schulen abbildet, ist, dass sie modernen Unterricht machen können, ad hoc modernen Unterricht machen können, ohne dass man sich quasi wochenlang vorher für irgendein Zimmer eintragen muss, dass sie auch mal Schülerinnen und Schülern aushelfen können, die eben über kein eigenes Gerät verfügen und dafür brauchen wir Lösungen. Nun könnte man ja denken, und auch darauf ist Frau Abelt schon eingegangen, dass sich das ja quasi erledigt hat mit diesen Bundessondermitteln und die Laptops haben wir neulich im Wirtschaftsförderungsausschuss schon bestellt. Da muss ich sagen, ist mir dann auch hinterher noch mal ganz krass bewusst geworden, was wir hier eigentlich manchmal tun. Wir treffen nämlich so eine Entscheidung, dann wird es öffentlich kommuniziert und dann sagt mir der Schulleiter, ja, wissen Sie, was dann passiert? Dann stehen die Eltern bei mir auf der Matte und erwarten am nächsten Tag, dass ihr Kind jetzt den Anspruch auf einen solchen Laptop hat und fragen sich, was die Politik da eigentlich wieder getrieben hat, wenn es quasi dieser Laptop nicht akut zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung noch insgesamt, dass uns die Konzepte fehlen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Abfrage, die gemacht wurde, bei den Medienplänen uns dann nicht so richtig weiterhilft, weil auch da habe ich die Signale von Schulleitungen bekommen, dass das irgendwie schon wieder stark vorkanalisiert war, stark eingeschränkt war und dass es gar nicht so wirklich um richtige medienpädagogische Konzepte ging, sondern dass es mehr so einen Katalog gab, wo man halt mal was aussuchen sollte. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz ehrlich sagen, dass der kompetenteste Beitrag, den ich in dieser Debatte gehört habe in den letzten Monaten zum Thema Digitalisierung in Dresdner Schulen vom Stadtschülerrat kam. In welcher eloquenten und großartigen Form uns diese jungen Menschen im Bildungsausschuss darüber informiert haben, was zeitgemäßer Anspruch an digitale Bildung ist, das war wirklich beeindruckend und es war aber auch ein bisschen ein Armutszeugnis für unser Schulverwaltungsamt und die entsprechenden Verwaltungsmitarbeiter, denen das offenbar nicht so gelungen ist, das so darzustellen und vielleicht auch mal so abzufragen. Vor diesem Hintergrund sehe ich tatsächlich so ein paar Hürden und denke, was wir brauchen, und das ist mir in dem Punkt 5 besonders wichtig, ist eine Institution, die wir offenbar vor 20 Jahren schon mal hatten, nämlich dass die sogenannten pädagogischen IT-Koordinatoren, also die PITKOs, zusammensaßen mit den Leuten, die in der Stadt für diese Sachen zuständig sind. Das wäre halt heutzutage Dresden IT. Also dass es konkret Arbeitsgruppen gibt, wo wirklich Leute aus der Praxis sich mit Leuten aus der Praxis unterhalten, weil auch Schulleitungen ja immer nur vermitteln können, weil ja auch Schulleitungen nicht immer die Expertinnen und Experten für das entsprechende Thema sind. Was mir aber auch wichtig ist, dass wir besonders, und da finde ich, ist wirklich ein sensibler Bereich, in der Frage von Grundschülerinnen und Grundschülern noch mal ganz genau überlegen, ob es wirklich unser Anspruch sein kann, jedem Kind, und das sind einfach Kinder, wo ich finde, dass Eltern entscheiden sollten, wie viele Medien diese Kinder nutzen sollen und wo wir auch wissen, dass das nicht immer nur gut ist, dass wir einfach da noch mal ganz kritisch drauf gucken und nicht einfach irgendwelche Geräte ausgeben, sondern tatsächlich die Lehrerinnen, Lehrer, die Schulen gut ausstatten, dass sie pädagogisch, didaktisch ausgewogene Entscheidungen zum Einsatz dieser Geräte treffen können und dass wir uns nicht zu sehr davon verführen lassen, unter diesem Eindruck von Lockdown, von Homeschooling, von Krise jetzt diese Entscheidung zu treffen.
Wir würden dem Antrag zustimmen, wenn der Ersetzungsantrag durchgeht. Wenn wir den Ursprungsantrag abstimmen, würden wir uns entsprechend differenzierter verhalten. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht für Schlusswort oder? Ja, bitteschön, Frau Hansson. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste hier und im Netz. Ich finde es fast schon ein bisschen niedlich, aber auch lächerlich, wie hier einige Ausreden gefunden werden, warum man dem Antrag nicht zustimmen kann. Meine Kolleginnen haben ja schon viel zur Thematik Bildung, Endgeräte und Schulen miterzählt. Ich möchte nochmal auf die Thematik öffentliches, freies WLAN und Freifunk eingehen. Weil ja, wir haben tatsächlich einen Beschluss, der 2016 gefasst wurde. Bereits 2013 forderte unsere Fraktion ein freies und öffentliches WLAN nach dem Berliner Modell. Der Antrag wurde dann abgelehnt und 2014 wollte dann die Stadt mittels Dresden Information GmbH, Dresden Marketing Gesellschaft und dem Verkehrsverbund Oberelbe eigene WLAN-Hotspots schaffen, in erster Linie für den Tourismus. 2016 erfolgte dann der Beschluss für die Zusammenarbeit mit Freifunk. 2017 haben die FreifunkerInnen dann auch auf Forderung der Stadt die Vereinsgründung umgesetzt, einen Anforderungskatalog erstellt und übergeben. Und Ende 2017 erfolgte dann auch mit der Novellierung des Telemediengesetzes dem Grunde nach die Abschaffung der Störerhaftung. Trotzdem hat sich die Verwaltung seitdem auf rechtliche Unsicherheiten auch bei dem nun vorliegenden Antrag für Bildungsgerechtigkeit berufen und behauptet, die Freifunker hätten nicht geliefert. Das stimmt aber so nicht. Die Freifunker haben geliefert. Und entschuldigen Sie bitte, es ist auch vollkommener Irrsinn, von einem gemeinnützigen Verein mit einem Dutzend ehrenamtlicher Mitglieder die komplette vertragliche Übernahme aller möglichen Haftungsrisiken zu fordern. Und es gibt Musterkommunen, die eben Freifunk mit nutzen. Das aktuellste Beispiel zum Beispiel ist Halberstadt im Landkreis Harz. Mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. Landesweit sind dort bislang gut 377.000 Euro für 25 Freifunkprojekte bewilligt worden. Wir haben seit 2016 den Beschluss, gerade auch für besondere Bedarfsgruppen, ebenso wie jetzt bei dem Antrag für Bildungsgerechtigkeit, und trotzdem ist nichts passiert. Aber warum gerade Freifunk? Freifunk bedeutet Solidarität. Ich selbst habe einen Freifunkrouter an mein Netz angeschlossen. Abgesehen davon, dass es VPN gesichert ist und man wirklich gut unterstützt und supportet wird von dem Verein, ist Freifunk Solidarität mit der Nachbarschaft, mit Menschen, die sich eben keinen Internetzugang leisten können oder eben auch kein teures Datenvolumen bei ihrem Mobilfunkvertrag. Und ich habe zum Parking Day mit den Freifunkern ein Gespräch mit einer Rentnerin verfolgen können, die in Löbtau lebt und gesagt hat, sie hätte gerne Internet, sie kann es sich aber aufgrund ihrer geringen Rente nicht leisten. Wenn Sie die Lebenswirklichkeit der Menschen kennen würden, dann wüssten Sie, dass eben nicht jeder einen Internetzugang hat und dass auch nicht jeder und jede sich ein Endgerät leisten können, gerade auch bei Schülerinnen und Schülern. Und ich möchte hier nochmal auf einen SZ-Artikel vom Januar 2019 verweisen, in dem es heißt, aber der zuständige Bürgermeister Peter Lames sagt klar, Zitat Anfang, die Zugänglichkeit zu Daten ist wie bei Wasser und Strom eine Frage der öffentlichen Infrastruktur. Wir sehen uns als Stadt da in der Pflicht. Ja, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Herr Dr. Lames. Also,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigen Sie uns doch, dass Sie nicht nur für Wirtschaft und Tourismus ein Herz haben, die wirklich sehr stark von der Corona-Krise betroffen sind, sondern eben auch für die weiteren betroffenen und benachteiligten Menschen in dieser Stadt. Denn nach der Krise ist immer auch vor der Krise. Also stimmen Sie mit uns für ein Netz für alle und damit auch für mehr Bildungsgerechtigkeit. Danke. Soweit zur Debatte. Wir kämen damit zur Abstimmung. Die würde wie folgt laufen. Ich habe zunächst einen Ersetzungsantrag interfraktionell, den würde ich zunächst abstimmen. Bekommt er eine Mehrheit, sind wir durch. Bekommt er keine Mehrheit, stimmen wir dann über den federführenden Ausschussbericht ab. Der ist ablehnend. So, wer dem interfraktionellen Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? (32) Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Dann würde ich gerne punktweise Abstimmung beantragen für den Antrag. Der ist jetzt weg. Ja. Achso, Sie meinen jetzt zu dem, naja, das ist punktweise abgelehnt. Kommt nie wirklich was sinnvollig raus. Also das Erste ist, worüber wir abstimmen, ist über den federführenden Ausschussbericht in seiner Gänze. Und wenn der keine Mehrheit bekommt, stimmen wir dann über den Antrag ab. Und den können wir gerne punktweise abstimmen, sofern das der Fall ist. So, wer den ablehnenden den federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Der federführende Ausschussbericht ist mit 34 Ja-Stimmen bei 33 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung angenommen und damit der Antrag abgelehnt.